Malen mit Buntstiften Zeit für mich. Malen für die innere Ruhe mit Buntstiften von Castle Art und Polychromos. Achtung, dies ist keine Buntstiftwerbung. Ich habe sie mir auf Empfehlung von Shania Bo auf YouTube gekauft. Wenn ihr euch auch überlegt, Buntstifte zu kaufen, kann ich diese nur empfehlen. Ich bin begeistert von ihnen, sie lassen sich super leiern und haben extrem gute Farben. Den Kauf habe ich nicht bereut. Wenn ihr so wie ich vorher mit Acryl gemalt habt, denkt daran, dass es bei Stiften schwierig ist, hell auf dunkel zu malen, also fangt mit der hellsten Farbe an. Durch leichteres Aufdrücken und mehrere Schichten erhaltet ihr ein Ergebnis, als hättet ihr mit dem Pinsel gemalt. Spart die Stellen aus, die am Ende weiß bleiben sollen. Ich beginne immer mit Landschaften, so kann ich mich ganz aufs Malen konzentrieren. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde dieses Bild mit euch zu Ende malen. Your DRTNF.